So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei World of Play. Ich bin der Vollidiot Spacken Lutz. Bei mir ist unser Fortpflanzungsexperte Jan. Hallo. Und unser Bauingenieur Tobi ist gerade weggelaufen, weil er festgestellt hat, dass er hier fehl am Platz ist. Mhm. Sehr schön. Gut, nein. Noch? Hey, was ist mit. Warum ist der Green Spider-Man draußen? Tja, ich würde sagen, wir bauen heute ein höheres Gehege für die Schokobos. jetzt sagen wir mal ohne Spaß. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal das Bad zu Ende. Will irgendwann gelbe Schokobo umbenennen? Na, Tobi jammert doch schon die ganze Zeit rum. Wieso? Ich habe schon eins benannt. Gut, Vorschläge? Dann überlasse ich dir die. Ein gelbes. Hm? Goldene Nuss. Ne, jetzt gibt's doch goldene Schokobo, deswegen. Ja, goldene Nuss. Na gut. Ey, keine Ahnung. Wir haben vier Karten. Homer Simpson. Warte, ich hab hier noch eins. Moment. Wird denn eigentlich geschrieben? Das wird so geschrieben. Ich weiß nicht. Wer ist Goldene Nuss und Homer Simpson? Super. Ey, diese Namen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir wirklich die dümmsten Schokobos im ganzen Universum. Du, was kann ich dir gegen den Zaun? Green Spider-Man, du kommst mit dir mit. Tobi, hör auf, unsere Kisten auszuräumen. Tobi? Okay. Du kommst die. Lol. Da. Wie viel Redstone unter unserem Lagerhaus ist, ey, das ist sagenhaft. Ups. Wollten wir nicht eigentlich auch mal ein dekadentes Schwimmbad bauen? Jetzt bin ich gerade wieder dabei. Ah. Soll ich dir helfen? Ja, wäre nicht schlecht. Okay. Hast du Cobblestone? Ja, und da hinten in der Truhe ist noch was drin. Ne? Ah, gut. Ich denke mal, wir sollten den Boden wieder aus Kobbel machen, wa? Okay. Und wo willst du das Wasser hin tun? Das sehen wir dann, das haben wir dann raus. Müssen wir dann an der Decke. Abmessen. Ich sehe das Wasser in die. Was? Keine Ahnung. Brauchen wir nur noch den Custom. Sag mal schnell, NPC-Mod oder wie der hieß. Ja, was ist damit? Dann könnten wir uns hier ein paar Badegäste reinmachen. Wir können uns ja installieren, ist ja kein Problem. Ja, aber probiert den dann nicht. Aber wir müssen ja alle installieren. Tobi räumt lieber unsere Kisten aus. Ja. Uah! Hallo Loch. Oh. Oh Mann, wir hatten da oben eigentlich so gefuscht. Das sind überall Löcher drin. Ja, wer wohl? Tobi! Ich glaube, wir brauchen mal einen neuen Gast, so ein neues Opfer, das wir dann immer nennen können, wenn was kaputt ist. Also ein Slot haben wir noch frei. Das eigene Gast können wir einladen. Wie war denn nennen immer Schuld oder so? Oder meinst du? Bis am besten noch so ein Plugin installieren, wo man Namen oder Gruppen nennen kann. Die Gruppe nennen wir dann irgendwie unschuldig oder schuld. Also wir sind dann.
Weil wir sind sozusagen die Unschuld und erste Schuld, der Gast. Boah, diese Hühner gehen mir auf den Sack. Ich glaube, entspanntes Baden ist hier nicht möglich. Wegen. Wir können es auch von mir aus woanders hin tun. Was, das Bad oder? Ja, das Bad. Ja, bin ich gerade selber am Überlegen. Vielleicht könnten wir hier ein Verlies draus machen oder ein Knast, ja. Wa? Echt voll gute Idee. Gut, dann bauen wir das. Dann bauen wir das Bad woanders hin, dann machen wir hier das Verlies. Wir können auch nur aus da, wo die Baumfarm aktuell sein sollte. Das Ding ist, wir bauen ein Schwimmbad. Könnten wir, aber wir brauchen unbedingt Bäume. Ja. Das ist das Problem, weißt du? Ich guck mal ganz kurz, wie man eigentlich diesen Fackelspender machen konnte. Gibt mich einen Fackelspender. Ach du Kacke. Dafür brauchst du irgendwas im Wasser irgendwie. Das musst du zum Glühen bringen. Dann brauchst du 3 Gold, ein Blaze Boat, die 4 Gold sogar. Und 2 Magma Creme. Jetzt kommt wohl die intelligenteste Frage, die ich während dieses Let's Plays je gestellt habe. Sag mal, in unserer Nähe ist ein Schneebiom, ja? Ja. Ich bin gerade am Überlegen, die schmelzen nicht, ne? Schneemänner. Zumindest da nicht. Ich habe gerade so überlegt, wie wär's, wenn wir hier so ein paar Eisengolem und Schneegolem Waffen reinmachen. Ja, Eisengolems wären eigentlich cool. Tobi, schmelz mal ein bisschen Eisen ein. Wir haben noch Eisen. Halt, wartet mal, wir brauchen Kürbisse, oder? Ja. Gut, dann wollte ich sagen, dann gehen wir in einer der nächsten Folgen Kürbisse farmen. Wir haben einen Haufen Melonen, ne? Aber Kürbisse haben wir nicht angepflanzt. Sehr witzig. Wir haben Kürbisse? Das haben wir, glaube ich, Kürbisse. Ich habe damals in irgendeiner Folge, da hatte ich, glaube ich, mal so einen Kürbis aufgehabt. Ja. Müsste. Ich guck mal schnell. Bevor ich weggehe. Tobi, ja, Mensch. Wir haben 23 Kürbisse. Tobi möchte heute nicht mit uns reden. Nee, mit euch nicht. Okay, dann nicht. Das war, weil ich vorhin geschrieben habe, dass du mich nervst. Okay, gut. Jetzt habe ich das Let's Play selber in Arsch hier geritten. Naja, wie immer. Aha. Ich hab mir gerade vorhin vergessen, dass ich bei meiner Spitzhacke noch Silk Touch drauf hatte. Sag mal, Jan, wieso hast du eigentlich 22 Leben? Wegen den beiden Herzcontainern, die du mal gemacht hattest? Ja. Ah. Huch, hallo Jan. Hi. So, Erde. Oh, ist voll. Super. Cobblestone. Erde haben wir hinten. Meißig. Nein. Erde? Wo? Da. Da ist Erde. Also, falls man irgendwer Steine braucht, ich hab welche. Ja, dann wirf gleich mal her. Ja, nicht Cobblestone, sondern normale Steine. Ja, hab ich auch noch. Weil ich hab die vorhin alle so abgebaut. Aus Versehen. Warum hab ich eigentlich so viele Pfeile? Ich mach mal so ein Ding. Brauche ich erstmal, ne? Okay. So, wo war nochmal die Nahrungskiste, Jan? Nahrung, die war hinten. Wo ich gerade bin. Achso, da bist du. Hier. Jetzt. Was haben wir denn noch so? Oh ja. Ich nehme mir ein bisschen Dings mit. Wir brauchen jetzt erstmal Kobbel, jede Menge Kobbel. Ich nehme jetzt hier einfach ein paar Stacks mit. So. Hi Jan. Hi.
Werkzeuge. Ups. Tobi? Ja. Was machst du denn gerade? Ich baue was. Im Kreativmodus. Ja, wollte ich gerade sagen, was tust du da? Musste nur wo runterkommen. Aha. What are you doing da? Ja. Tobi baut gerade die Berliner Glasmauer. Da, wo ich eigentlich meinen Friedhof hinbasteln wollte. Ach Gott. Tobi! Das war nicht im Bauplan! Brauchst du vielleicht noch 64 Zäune? Zäune? Nö. Ich hab nämlich gerade noch im Inventar gefunden. Toll, super. Egal. Bei mir. Ey, Alter, was ist mit Green Spider-Man jetzt schon wieder los? Wieder draußen. Ja, der ist eben Spider-Man, der kann Wände hochkrabbeln. Der Name ist also goldrichtig gewählt. Ja. Hier bist du. Ah ja. Soll ich schon mal die Wände einkloppen? Also... Ja, kannst du machen. Oh. Hier sind eine kleine Farm. Egal. Ja, ist doch egal. Guck mal. Zack. Zack. Ja, genau. Das war absolut gut gesetzt von dir, Lutz. Daumen hoch dafür. Sag mal, kann man hier eigentlich schon diese Rüstungsständer bauen, wie auch immer die jetzt ja. Wissen? Ja, kann man. Oh, jetzt schon wieder Redstone. Wollen wir eigentlich unser Gefängnis sozusagen so fahren, dass da ein paar Ghost-Blöcke sind, halt sozusagen die unsichtbar sind? Willst du? Na, halt diese Ghost-Blöcke eben, die sind halt einfach so dafür da, dass du einfach durchgehen kannst und sehen aus wie der Block links oder rechts. Also wegen dem Kolbeton. Das ist echt geil. So als Tür. Ja. Das ist eine coole Idee. Dann machen wir hier keine klassische Tür. Also brauchen wir sehr viele Farben und eine Erde. Und dann brauchen wir auch noch 4 verrottetes Fleisch. 4 Steine braucht man Fleisch. Nein. Oh. Ach egal. Okay. Mach's mal schnell. Nee, weil ich muss halt erst so ein Material machen, was sozusagen so wie buntes Fleisch ist oder so. Jan, kannst du ein bisschen Glowstone bitte mitbringen? Jo, wertvolles. So. Wie viel Zeit ist jetzt eigentlich dran? 14 Minuten. Ich weiß nicht, oh, hier ist natürlich nichts. Hast du vielleicht schon den Boden die Decke ausgebessert? Ja, nee, ich bin noch dabei, warum? Vielleicht einfach so runterspringen können.
versteckt. So, jo. Danke. Ich weiß, was wir hier unten einsperren. Kleine Schokobos. Ghostblock. Oh, mehr 4, dann kommt mal 9 raus. Das ist praktisch. Kann es sein, dass wir sehr wenig Farben haben? Wirklich? Aber wir haben noch ganz schön viele Pflanzen auf dem Hof. Also von daher. Hier ist zum Beispiel das. Orange brauche ich, Gelb brauche ich. So. Purple. Oh. Heilige Scheiße, es wäre toll, wenn ich lernen würde, Blöcke zu setzen. So einer. Ich glaube, ich bin wirklich der absolute Pro-Gamer hier in Minecraft. Ach was, aus den Lotusblumen kann man sich Knochenmehl machen. Knochenmehl? Ja. Was? Okay, Logik? Ich brauche Farbe, Lazuli, Rot, Gelb. So. Boah, was bin ich froh, wenn diese Scheißdecke endlich fertig ist. Boah, irgendwelche Farben. Da noch. Ja, die Decke ist fertig. Yay. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber das ist ein wunderschönes Gefühl. Was machst du gerade, Tobi? Warten. Warten? Wow. Ja. Bis mein Sand zu Glas wird. Achso. Oh Gott. So, nur noch diese eine blöde Wand und dann. Oh, hier in der Nähe ist eine Höhle. Das heißt, eigentlich auch cool wäre, wenn wir für unser Dorf so ein schwarzes Brett hätten. Da könnte man so Plakate aufhängen. Meist gesucht. Oder so. Keine gute Idee? Okay. Nee. Und wenn, dann wirst du es eh nicht probiert, wie du das Ganze machen sollst. So, jetzt haben wir erstmal hier alles. Ready? Schön. Einen, zwei. Zack und zack.
Sehr schön. Nee, noch nicht. Kommen gerade irgendwie die Farben nicht zusammen. Gut, jetzt haben wir erstmal hier den Raum fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, Son. Wieder keine Abmoderation, na egal. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?